Ja, viele Redner haben es angesprochen, es ist wohl offenkundig, unser Finanz- und Wirtschaftsminister hat seine Rolle für dieses Land noch nicht gefunden. Er verwechselt das immer noch mit einer womöglichen Tätigkeit als Vorstand der DB AG. Wir geben ihm gerne Nachhilfe. Herr Hopfensitz hat es gesagt, wir sind für den Kopfbahnhof. Ich habe vorhin gesagt, wir sind für ein modernes Projekt und wir sind vor allen Dingen auch für eine nachhaltige Entwicklung in unserer Stadt. Denn wir wollen nicht, dass erst in 20 Jahren nach Fertigstellung des unseligen Projektes S21 und Neubaustrecke irgendwann Stadtentwicklung kommt. Genau das kommt nämlich auf uns zu. Wir wollen, dass auf etwas weniger Fläche ab sofort und heute Stadtentwicklung kommen kann. Und wenn wir Stadtentwicklung mit unserem Projekt K21 realisieren, dann können wir das machen, was diese Stadt braucht. Preiswertes Wohnen, ökologisches Wohnen für junge Familien in Mehrgenerationenhäusern, für alle Menschen in dieser Stadt und nicht nur für diejenigen, die sich unter dem Zwang der Immobilienhaie bei S21 die überteuerten Projekte erst in 20 Jahren leisten können. Und als nächstes wird jetzt zu uns sprechen Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Linken im Deutschen Bundestag. Und sie war von 2003 bis 2009 Geschäftsführerin für ATTAC und ihr Credo, die Menschen vor dem Profit. Liebe Bürgerinnen und Bürger, egal wie diese ungerechte Volksabstimmung morgen ausgeht, keines der Argumente der Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofes ist widerlegt worden. Stuttgart 21 würde dem Schienenverkehr mehr schaden als nutzen. Die wahren Risiken dieses Projektes sind den Parlamenten verschleiert worden. Und zu keinem Zeitpunkt hat es eine wirklich demokratische Entscheidungsmöglichkeit gegeben, zwischen Stuttgart 21 und K21 als echte Alternative. Noch immer und in den letzten Wochen noch dreister ist die Öffentlichkeit von den Projektbetreibern in vielen Punkten, mindestens in drei Punkten, systematisch in die Irre geführt worden. Erstens: Die erwarteten Kosten übersteigen schon vor Baubeginn die Obergrenze. Aber nicht die Kosten werden gedeckelt, sondern die Information über die Kosten wird gedeckelt. Zweitens wird bei den Ausstiegskosten gelogen, dass sich die Schwellen biegen. Das ist wirklich unglaublich, was Sie plakatieren, die 1,5 Milliarden, so glatt gelogen. Drittens, wir wissen spätestens seit Frontal 21 und der Analyse von Dr. Engelhardt, dass die Deutsche Bahn beim Stresstest mächtig manipuliert hat. Tatsächlich hat der Tunnelbahnhof weniger Kapazität als der heutige Kopfbahnhof. Das ist ganz große Irreführung der Öffentlichkeit. Ich hoffe sehr, dass möglichst viele Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger mit Ja für den Ausstieg stimmen. Aber die Demokratinnen und Demokraten in diesem Land sollen sich auf keinen Fall von denen, die tricksen und täuschen, unterkriegen lassen, sondern oben bleiben. Mittlerweile
So hört man, werden hier tausende Polizeikräfte zusammengezogen, um das illegitime Recht des Bauherrn, Bäume zu fällen, den Südflügel abzureißen, durchzusetzen. Es steht ein Machtkampf bevor. Ein Machtkampf, bei dem die Betonlobbyisten, die Börsenbahnmanager und die Immobilienprofiteure ihre Vorherrschaft zementieren wollen. Aber ich bin überzeugt, sie werden scheitern. So oder so. Der Protest in Stuttgart hat gewaltige Ausstrahlung in die ganze Republik. Und die Kultur des Widerstandes, die hier entwickelt worden ist, ist unbezwingbar. Diese demokratische Kraft wird weiter bewegen, wird die Menschen bewegen und sie wird Solidarität finden. Ich stehe jedenfalls an der Seite des Widerstands, der weitergehen muss. Dankeschön.